Grüß euch, meine Lieben. Ich habe wieder ein neues, super tolles Rezeptteil für euch. Und zwar sind das diese Wurzelbrote. Die schmecken einfach irrsinnig lecker. Sind auch sehr einfach in der Zubereitung. Der Teig wird nicht geknetet. Es geht also wirklich sehr einfach, schnell und super lecker. Ja, und wie ich die gemacht habe, zeige ich euch jetzt. Wir brauchen einmal 200 Gramm Wasser. Das hat bei mir Zimmertemperatur. 15 Gramm frische Hefe bzw. Germ, alternativ könnt ihr auch 5 Gramm trockene nehmen. Ein Teelöffel Zucker. Genau 400 Gramm Mehl, das ist hier in Österreich ein Typ 700 und in Deutschland ein 550er. 8 Gramm Salz. 80 Gramm ganz normales Naturjoghurt. Einen Esslöffel Olivenöl. Das Ganze werde ich jetzt einfach nur mit einem Löffel vermischen. Einfach nur so lange, bis sich das zu einem Teig verbindet und wir nirgends mehr auf den Seiten das Mehl haben, also bis sich alles schön gut miteinander verbunden hat. So sollte das in etwa dann aussehen. Ich habe überall das Mehl mitgenommen. Ich schaue auch immer auf den Seiten, dass da nichts mehr oben drauf klebt, weil das wird sonst trocken und das möchten wir nicht in unserem Teig haben. Und nun decken wir das Ganze einfach ab und lassen es für 20 Minuten lang ruhen. So, nun habe ich hier etwas Wasser. Da werde ich jetzt einfach nur meine Finger ein bisschen eintunken. Und jetzt werden wir das Brot einfach nur, beziehungsweise unseren Teig einfach falten. Seht ihr, ich fahre da einmal mit den Fingern hinein und da fahre ich dann in die Mitte hinein. Seht ihr, das kann man dann schön ausziehen. Dann nehme ich das einfach von der anderen Seite. Und sobald es anfängt zu kleben, befeuchten wir wieder ein bisschen unsere Fingerspitzen. Und das gleiche dann noch einmal. Ihr merkt eh, solange der Teig mag, wenn er sich nicht mehr ziehen lässt, dann ist auch schon genug. Jetzt gebe ich ihn da wieder in die Schüssel hinein, decke ihn ab und lasse ihn weitere 20 bis 30 Minuten lang ruhen. So, und nun werden wir wieder unsere Hände ein bisschen befeuchten und unseren Teig wieder ein bisschen zusammenfalten. Der fühlt sich auch schon richtig schön an. Seht ihr, jetzt mag er schon nicht mehr. Jetzt werde ich den einfach nur zu einer Kugel formen. Ich gebe mir nur da auf die Arbeitsfläche, dann tue ich mir ein bisschen leichter. Dann nehme ich mir wieder meine Schüssel her, bemehle die unten leicht, gebe dann meinen Teig hinein, bemehle den auch leicht von oben, decke es ab und lasse meinen Teig weitere 30 bis 45 Minuten lang schön aufgehen. So, meinen aufgegangenen Teig werde ich mir jetzt auf meine leicht bemehlte Arbeitsfläche raufstürzen. Bemehle ihn auch leicht von oben. Den jetzt bitte nicht durchkneten oder sonst etwas. Wir werden ihn jetzt einfach nur halbieren. Wer möchte, kann das natürlich auch ausmessen, aber ich finde, das passt so eigentlich auch. Nun nehme ich mir dann jedes von den beiden Teilen, gebe es so rauf, seht ihr, dass die Schnittfläche leicht oben ist, drücke es mit meinen Fingerspitzen so an, damit wir es einfach ein bisschen flacher machen. Dann nehme ich mir die äußeren Seiten, klappe die da ein bisschen so hinein und jetzt falte ich das von oben nach unten so schön eng hinein und zwicke das da fest zu mit meinen Fingerspitzen. Ich hoffe, das sieht man halbwegs. Jetzt werde ich nur ein bisschen da die Enden ein
bisschen ausdünnen, so dass es leicht gleichmäßig ist. Seht ihr, dann haben wir da so eine Schlange. Und das gleiche mache ich jetzt mit dem anderen auch. Nehme ich mir hier ein Backpapier. Das werde ich jetzt bemehlen. Und gebe mir meine Stangen da dann schön drauf. Ich habe mir das deswegen bemehlt, weil ich das dann erst später zwirble und da möchte ich dann nicht, dass das dann am Backpapier oben kleben bleibt. Gebe sie da gleich so rauf mit ein bisschen Abstand. Dann decke ich die ab und lasse die jetzt für 30 Minuten lang schön ruhen bzw. aufgehen. Währenddessen heize ich meinen Backofen schon vor. Und zwar auf 230 Grad Ober-Unterhitze mit Backblech. Also das Backblech heize ich mir auch vor, dass es wirklich dann schön heiß ist. Und dann ziehe ich das Papier, das Backpapier dann einfach nur rauf und backe es dann. Aber wie gesagt, jetzt einfach nur den Backofen einschalten mit Backblech und aufheizen. So, meine zwei Stangen sind jetzt gut aufgegangen. Mein Backofen ist richtig vorgeheizt. Und nun werden wir uns die einfach so nehmen. Seht ihr, deswegen war das Backpapier wichtig. Und verdrehen das einfach. Ich mache das einfach zuerst einmal von einer Seite. Ich nehme da noch ein bisschen Mehl. Und dann schnappe ich mir einfach die andere. Und verdrehe die auch ein bisschen. Also wie weit, wie viel, das bleibt natürlich ganz euch überlassen, aber schön vorsichtig. Ich will da die Luft noch schön drinnen behalten. Schaut nur, dass ihr da auch nicht zu lang werdet, weil es sollte dann auch noch auf das Backblech passen. Also das wäre leicht ziemlich praktisch. So, also das erste passt mir jetzt auch schon. Das gleiche mache ich jetzt mit dem anderen auch. So, bevor ich das jetzt raufziehe, wollte ich euch noch sagen, bitte, die werden mit Dampf gebacken. Wie ihr das macht, bleibt ganz euch überlassen. Ihr könnt euch von Anfang an vielleicht auch ein backofenfestes Gefäß oder so eine kleinere Backform unten auf den Backofen hineingeben, das auch vorheizen und dann einfach nur so eine kleine Tasse Wasser, wenn ihr das Brot hineingebt, hineinschütten, dann gleich die Tür zumachen, dass der Dampf drinnen bleibt. Oder so wie ich das jetzt mache, ich werde das gleich auf den Backofenboden raufschütten, aber bitte ihr macht das wieder, wie ihr wollt. Ich möchte nicht, dass eure Sachen da kaputt gehen, beziehungsweise eure Öfen. Der Wasserdampf bringt dann einfach nur, dass die Oberfläche einfach geschmeidiger bleibt und die gehen dann einfach ein bisschen besser auf. Und dann verdampft das einfach, so haben wir einfach das Wasser verdunstet, haben wir halt in der Anfangsbackzeit einfach den Dampf dabei, dass die schön aufgehen können, dann verdunstet das und dann wird das später auch schön knusprig. So, wer möchte, kann jetzt da noch ein bisschen Mehl drüber sieben, aber da ich das eh schon am Papier hatte und das dann gezwirbelt habe, habe ich das jetzt eh schon ein bisschen oben. Jetzt werde ich mir dann einfach nur mein Backblech schnappen und das dann raufziehen. Bitte seid vorsichtig, verbrennt euch nicht. Also wirklich gut aufpassen. Und nun ziehe ich mir das einfach nur mit dem Papier auf mein Backblech drauf. So, da. Das gebe ich wieder ein bisschen zurück. So, und nun kommt das in den Backofen. So, meine Lieben, und nach in etwa fast 25 Minuten sehen die bei mir so aus. Also zwischen 20 bis 25 müsste es bei euch auch dauern. Abhängig davon, wie dunkel ihr sie gern haben wollt. Die riechen fantastisch, sind auch schön knusprig, also die sind gleich bereit zum Essen. Ja, meine Lieben, ich hoffe, dieses einfache und leckere Rezept hat euch gefallen. Falls ja, lasst mir einen Daumen da, vielleicht einen Kommentar. Berichtet mir im Nachhinein, wie ihr das Rezept findet, wenn ihr es denn leicht ausprobiert habt. Ja, ich wünsche euch dann noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao!